0-4. Gerade so hoch haben die Grasshoppers gestern verloren. Ausgerechnet im ersten Derby im neuen Letzigrundstadion gegen den Stadtrival FCZ. Für die GC-Spieler eigentlich kein Anlass, sich heute gross in der Öffentlichkeit zu brüsten. Aber die Pflicht ruft, am GC-Tag oder Zwischbach haben sie antraben und Autogramm verteilen. Darunter auch die zwei ganz jungen Hoffnungsträger, die Brüder Rolf und Frank Felscher. Der Melchior Bruder hat die beiden getroffen. Auch wenn das GC im Moment nicht gut läuft, blau-weiß tragen ist schon lange kein Grund, sich zu schämen. So sieht das auch der 6-jährige Janis. Wieso? Wie geht's in meinem Lieblingsfall? Wie geht es in meinem Lieblingsfall? Mannschaft ist? Zürich ist nicht. Nein. Und weil er so eine treue Seele ist, dürfen heute Nachmittag an der Zwischbahn gerade höchstpersönlich den beiden GC-Brüder Rolf und Frank Felscher die Hand schütteln und dann mit ihnen an die Torwand. Leider hat der kleine Knirps kein Glück. Besser macht es da vor allem der 19-jährige Frank. Schon etwas gelernt? Ziele. Weniger gut zielt haben gestern seine Vorbilder. Getroffen hat nur der noch nicht mal 17-jährige Rolf, aber auch nur das Bein von Raphael. 4-0 eingeschaut und auch noch geile Karten gesehen. Ein misslungenes Derby für das GC Küken. Klar, ich habe die ganze Nacht nicht so gut geschlafen. Als ich morgen aufgestanden bin, war ich immer noch recht traurig. Aber ich denke auch in der Mannschaft, alle sind traurig. Ja, schon den ganzen Tag musste ich über die Niederlage nachdenken. Klar, sie liegt auch im Magen. Trotz aller Trauer für ein Tele-Zürich exklusiv Show jonglieren, langen dann die Laune schon wieder. Wer ist eigentlich der beste Techniker von euch? Er ist besser Techniker. So mit dem Ball umgehen? Ja, vielleicht schon, ja. Was kann denn der Frank besser? Mit Geschwindigkeit. Am Gegner vorbei. Ja. Wenn findet GC wieder aus dem Labyrinth von der Erfolgslosigkeit raus? Vielleicht schon am nächsten Mittwoch in St. Gallen im Abstiegskampf mit Betonung auf Kampf? Ja, das ist klar, voller Einsatz. Obwohl es jetzt in Zürich nicht geklappt hat, aber... Ja, jetzt müssen wir uns wirklich in den Arsch beißen. Wir nehmen das viel vor. Unsere Ziele werden wir auch erreichen. Und das ist? Gewinnen. Übrigens, am Mittwoch hat auch der kleine Janis seinen grossen Tag. Ein Probetraining bei GC. Bist du Vollgas? Nächste Woche? Mittwoch. Am Mittwoch, Brust. Bist du Vollgas, hä? Ja. Du musst einfach kämpfen. Trotz allem Spott und allem Prügel, die im Moment auf GC reinprasselt, etwas müssen sich die Fans vom FCZ und von Basel nach wie vor bewusst sein. GC ist mit 27 Meistertiteln und 18 Cup-Siegen die mit Abstand erfolgreichste Mannschaft im Schweizer Fußball. Für Tele Zürich, der Melchior Bruder.